herzlich willkommen zum neuen Video. Endlich mal wieder, kann man ja sagen, oder? Also, ich bin der Sebastian. Wir stehen hier mal wieder vor der Imkerei Goldblüte. Ich habe jetzt gerade nach dem Rechten geschaut, weil heute Mittag bekommen wir eine Besuchergruppe aus Südkorea. Die kommen einmal im Jahr, das ist so ein Studiengang, das ist eigentlich immer super witzig. Aber wir machen jetzt einen kleinen Ausflug. Wir beschäftigen uns ein bisschen mit dem Thema Oxalsäure verdampfen. Und da nehme ich euch mal mit. Da fahren wir zu Michael und schauen uns mal die Geräte an und reden ein bisschen über Vor- und Nachteile. Also steig mal ein, fahren wir hin. Ist nicht weit, sind wir gleich da. 4-5 Kilometer. So, da sind wir. Gucken wir mal, gehen wir mal rein, gucken mal, wo der Michael ist. Michael! Ja, servus. Ich hab schon hier die Kamera an. Grüß dich, hi. Ja, hi. Ja. So, Michael. Jetzt sind wir mal hier, Thema Oxalsäureverdampfung. Ja. Ne? Habe ich gedacht, komme ich mal zu euch. Ihr habt das ja hier alles im Petto. Hier steht auch mein Buch. Ja, ne? Genau. Da brauchen wir ganz viel Werbung. Also viele andere. Das ist ja wirklich unser Verkaufsschlager. Viele andere Bücher auch. Lass uns mal doch diesen, wie heißt das, Varoxetti? Genau, das ist ja gerade in aller Munde. Ja. Weil, dann lass uns den doch mal herholen und dann schauen wir uns das mal an und reden mal drüber. Genau, wir haben ihn auch hier. Genau, ich bring's gerade mit, vielleicht du musst da auch die Beute legen. Ja. Den gibt es eigentlich schon länger. War natürlich, wie die meisten wissen, jetzt lange Zeit in Deutschland nicht erlaubt, die Oxalsäure zu verdampfen. Im umliegenden Umland natürlich schon. Ja. Deswegen ist es. Ja, schon im lang, Grunde glaub, nichts oder? Neues. Ja, genau. Österreich, glaube schon. Schweiz, Spanien, also. Sieht aus wie so ein Makita-Werkzeugkoffer. Genau, ja, so ähnlich ist es auch aufgebaut. Man hat dann nämlich hier. Aber ich muss mal gucken, ob sieht man das auch. Ja, ja, bestimmt. Ja. Hier quasi dieses Gerätchen. Also wie gesagt, das Gerät ist eigentlich schon lange zugelassen. Es war nur nie erlaubt, damit Salzsäure in Deutschland zu verdampfen. Um Bienen damit zu behandeln. Besteht aus drei Teilen. Ist das gut, oder wie? Ja, das ist Edelstahl, das ist stabil. Aha. Ja, das wäre bei mir gleich verloren. Ey. Ja. Ich würde in meinem grünen Bus auf den Boden fallen und wäre zwischen den Spannungen aufgetaucht. Es sind immerhin zwei Stück dabei. Ja. Aber natürlich kann sowas schon mal in der Wiese liegen bleiben. Genau, dann hat man hier diesen Akku. Ich setze den so im Endeffekt ein. Und dann hat man das Teil. Mhm. Und hier ist ein Messlöffel. Ah, da gibt es ja, ja. Genau, das sind diese, da sind immer so ein Messlöffel dabei. Man sollte ja immer das so zwei. Das ist ein Pulver, wo du da reintust. Oder genau, ich also, damit noch nicht, also ich habe das mal gesehen, aber da meine ich mich zu erinnern, dass der mal braun war auch. So, jetzt haben wir uns kurz ein Stativ zu Hilfe genommen. Also, da ist auf jeden Fall das Wunderwerk der Technik jetzt. Ja, so in etwa. Man sollte ja immer so 2 Gramm Oxalsäurepulver verdampfen, beziehungsweise Tabletten. Ja. Das erste Medikament, das jetzt zugelassen wird in Deutschland, oder wurde, aber ab in 2 Wochen ist es dann wirklich dann auch in der Auslieferung beim Kunde, ist dieses Varoxal von der Firma Andermatt, die auch dieses Gerät hier herstellen. Und das ist aber in Pulverform. Deswegen gibt es da hier diesen Dosierlöffel. Ja. Der
Der auch verloren geht. Genau, der auch verloren geht. Also da haben wir auch schon. Ich glaube, da kann man gleich, eine 10er-Packung hier bestellen. Also ich glaube, hier ist nur einer dabei. Weil ja wahrscheinlich kostet einer 2 Euro oder so. Nee, so toll ist das nicht. Und da kann man auch andere zweckentfremden. Ja. Notfalls. Ja. Mhm. Für Augenmaß, einfach für. Ich glaube, das ist das Geschäftsmodell. Wir denken, das ist ein Geld zu verkaufen, dass wir dann lauter solche Dinger nachverkaufen. Ah. Gut. Genau, mit dem kann man dann halt das Pulver dosieren. Ja. Und hier reintun. Gut, sehr schön. Oh, die Anleitung ist ja auch dicker wie mein Buch hier. Ne? Ja, klar, muss man sich bei so Geräten natürlich auch absichern. Und kostet natürlich, jetzt ist irgendwas hier runtergefallen. Ja. Kostet natürlich auch was, oder? Der reguläre Preis liegt bei, die UVP bei 408 Euro oder was. Jetzt gibt es aber bis Ende des Jahres eine spezielle Aktion, mit nochmal einen extra Rabatt. Ja. Da verkaufen wir den jetzt für 333 Euro. Ja. Also das wird dann sicher jetzt zum Start für viele sehr interessant. Aha. Und das ist also das Alleinstellungsmerkmal von dem Gerät. Ganz so schwer. Der Verbraucherschutz ist natürlich beim Thema Oxalsäureverdampfen schon ein Thema. Man diesen Dampf ja auf keinen Fall einatmen sollte. Man muss sich da wirklich mit mindestens FFP3-Maske schützen. Und hier hat man bei dem jetzt den Vorteil, wie gesagt, das geben die auch so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal aus, dass man hier den Akku anmacht, dann hat man hier die Lämpler, dann sieht man hier, wie lange es braucht zum Aufheizen. Ja. Und sieht es auch noch, wenn man sich entfernt. Also so ein Vorgang dauert immer nur circa 2,5 Minuten. Und die Lämpler sagen dir dann, wann es fertig ist. Und das reicht dann, der Akku ist ja relativ schwer groß, das reicht dann für 10 Bienenvölker? Oder? Für 18, sagt man. 18? Ja. Oder 18 Behandlungen, ja. Also eine Stunde. Ja, so ein bisschen mehr wie eine Stunde, ja. Genau. Ja. Deswegen gibt es das Gerät auch mit 2 Akkus. Ja. Dass man, also das ist jetzt die Version mit einem Akku. Ja. Aber gibt es auch so ein Köffle, da ist halt nochmal ein Akku dabei. Da kannst du dann immer einen verwenden und den anderen dann laden. Oh, cool wäre es halt, wenn die da irgendwie einen Akku hätten, wo man sowieso schon hat. Bosch, Makita, Stihl bei uns hier. Ne? Ja, ja, ja. Nee. Es gibt auch ein Gerät tatsächlich, wo andere Akkus reinpassen. Hat dann aber halt wiederum nicht so ein schöne Anzeige hinten, die dir wirklich signalisiert, wann kann ich wieder hingehen? Ja. Weil bei dem hat man den Vorteil, das sieht man dann auch aus 10, 20, 30 Metern Entfernung sogar. Und dann ist es halt für dich als Benutzer relativ freundlich. Und was die halt auch sagen, dass das Gerät genau die Temperatur trifft, die man zum Oxalsäureverdampfen braucht. Mhm. Und das sind halt die 185 Grad. Ist ja nicht dieses Gerät, hat ja die Zulassung, sondern dieses Medikament. Ne? Also im Prinzip ist es ja egal, mit was ich verdampfe. Ja, also theoretisch ist dieses Medikament auch mit anderen Gerätschaften kann man es verdampfen. Ja. Deswegen kann man theoretisch auch diese anderen von anderen Firmen die Geräte nutzen. Ja. Ja. Die Zulassung wurde halt nur, also von der Firma BioVet, die sagen eben, auf ihren Geräten garantieren sie halt, dass es funktioniert. Von anderen wissen die ja natürlich nicht, was für Temperaturspannen die aufbauen. Ja, das habe ich auch, das ist auch, was ich weiß, ne, dass du halt dieser Temperaturverlauf ist ja sehr unterschiedlich und macht auch also viel in der Wirksamkeit aus. Genau, also da werden halt manche, also man sollte so ungefähr die 185 Grad erreichen, oder ziemlich so genau wie möglich natürlich. Andere Geräte werden da auch teilweise 230 Grad heiß. Ja, viel hilft viel. Nein, also ist ja auch, ist ja auch das Thema, das muss ja am nächsten Bienenvölker auch praktisch wieder abgekühlt sein, ne? Dass ich, wenn ich das Pulver reinschütte, dass ich nicht praktisch sofort mit der Verdampfung beginne. Und also da kann man sich dann auch zum Beispiel so eine Schüssel mit Wasser hinstellen, wo man das dann kurz abkühlt. Ja, ein langes Thema. Ne? Da haben die deutschen Imker, bin ich mal gespannt, wie da die Markteinführung ist, weil da hat der deutsche Imker jetzt... Wie viele Jahre Österreich gab, um die 2, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, aber ich meine, dass in Österreich seit 2002, 1, 5, weiß also auf jeden nicht. Fall schon lang, schon genau, lang, ist es auch nicht, Und natürlich war das immer jetzt die letzten Jahre ein großes Thema. Ja. So wobei, in der Halbillegalität. Ja.
Ja, wobei ich nicht ganz, ne? Also ich bin ja, die meisten wissen es ja, ich bin da ja nicht so der ganz große Freund von diesem Verdampfen, weil man gibt ja, im Wesentlichen sind es ja zwei Studien, die sind ja aber schon uralt, also auch so 2000. Mhm. Das war vor 2, 3, 4 Jahren mal auch auf den Berufsimkertagen Thema, da hat man die mal vorgestellt, das ist die von Mellifera und von der Schweizerischen Bundesanstalt für Bienenversuche, da weiß ich nicht, Akroskop heißt die. Da gibt es ja viel, da können wir die Links auch mal unten in das Video reinmachen. Im Prinzip sind die ja alle drei Varianten sehr, sehr ähnlich. Ne? Träufeln, sagt man, ist so ein bisschen das Schlechtere. Sprühen, verdampfen sind ja, so wie ich das weiß, relativ ähnlich. Dann kommt dieses Thema Anwendung halt, ne? Träufeln, ja, Bienenkasten. Ich meine, hier schön, du machst den Bienenkasten nicht auf, ne? Bei allen anderen Träufeln machst du ihn auf, sprühen ganz katastrophal die Waben auseinander und so. Im Winter nicht so ganz das Coole. Aber ja, mei. Anwenderschutz, ne? Ist halt, das ist so halt, wie ich weiß, Maske, genau, Handschuhe, eine Brille. Genau, FFP3-Maske, Brille und Handschuhe. Ja. Und das eigentliche Schlimme ist aber das Einatmen. Ja. Und da muss man halt wirklich aufpassen. Also für mich scheidet es eigentlich aus, weil Maske, Brille, Handschuhe, du bist am Bienenkasten bei uns hier, alle 3 Kilometer ein Ort, ne? Sehr dicht besiedelt, dich sieht einer und du erzählst einem dann, hey, Honig, Natur und so. Und ich bin ja mit der FFP3-Maske am besten noch mit so einer Gasmaske hier mit 2 Filtern dazu. So ein Geigerzähler. Ja, also das ist bei uns, also das wäre für mich jetzt diese Öffentlichkeitswirksamkeit, muss mir auch ein bisschen, zumindest wenn man Honig direkt verkauft. Es gibt da halt so ein bisschen Erklärungsbedarf. Ja. Und viele Nachfragen natürlich, das ist klar, ja. Das ist wahr, aber das ist schon ganz schön. Man macht was her, ne? Wenn du dann hier, ich gehe halt mit meiner Spritze zu den Bienen und dann kommt hier der Kollege mit seinem Köfferchen und klappt den auf und Akku rein und zack. Das ist Imkern 2.0 praktisch. Ja klar, aber das ist halt jetzt gerade die aktuelle Entwicklung. Ja. Viele haben lang drauf gewartet. Ja, Wäre schon ein Mega-Hype. Ne? Ja klar, also wir kriegen gerade Anfragen ohne Ende zu den Geräten, auch wenn das Varroxal endlich ausgeliefert wird. Ja. Und, warum kommt es erst so? Weil erst die Zulassung gültig ist. Die Zulassung bekommen, genau. Ja. Und jetzt müssen die natürlich auch produzieren, bis es dann an die ganzen Händler ausgeliefert wird. Ja, wichtig ist halt, gell, dass es ist ja nur mit diesem Mittel, das wird dann, also genau, das ist wirklich, Verdampfen also, allgemein ist ja nicht erlaubt, ne? Nach wie vor nicht erlaubt. Genau. Ja. Also man kann nicht einfach irgendeine technische Oxalsäure nehmen, so wie es weiß nicht genau, wie es im Ausland ist. Ja. Aber man muss wirklich dann diese Varroxal-Oxalsäure nehmen. Ja. Und die kostet wahrscheinlich, ich meine, klar, die Zulassung kostet viel Geld und viel Bürokratie. Und ich meine, es ist ja auch klar, dass man die Kosten dann umlegt, aber es ist halt natürlich wie bei der Ameisensäure, technisch ist ja auch viel günstiger. Das ist die Art aus Wettprodukten, die geprüft sind, die zugelassen sind. Wovor man dann auch großen Respekt bei den Firmen haben muss, weil die sind ja dann auch in Vorleistung getreten. Und das ist für die auch ein Riesenaufwand und nicht günstig. Ja, das ist schon. Also da bin ich echt mal gespannt, wie viel du so Köfferchen im Anfang Dezember auf der Wiese stehen siehst. Naja. Also ich bin auch mal gespannt, es gäbe noch ein günstigeres Produkt. Gleicher Hersteller, oder wie? Oder hier auch. Asiatischer Hersteller. Asiatisch geht noch günstiger. Ich hab gestern gesehen im Internet, es gibt auch mit Teelicht. Ja, haben wir auch. Wo du so ein Teelichtstöfchen hast. Ja, das gibt es auch schon lange. Aber das stellst du dann oben drauf. Weil die Wirksamkeit kommt doch schon auch, oder die Wirksamkeit ist ja auch total abhängig mit der Verteilung. Also man muss ja man muss ihn ja auch unter den Bienensitz, glaube ich, stellen, oder? Oder soll ihn zumindest. Genau, also man tut es unten ins Flugloch rein, tut es dann so ein bisschen ab, zumachen, mit irgendeinem Tuch oder so, dass halt nichts austritt, sondern die ganze Verdampfung halt da drin stattfindet. Im Teelicht braucht man natürlich auch einen Platz und es funktioniert schon auch, ist auch zugelassen, machen auch viele. Man muss halt einfach aufpassen, weil es halt ein offenes Feuer ist. Ja. Aber ich kenne ja Stories, ich kenne niemanden, aber es gibt natürlich auch schon Geschichten, dass da Leute ihre Stöcke abgefackelt haben. Ja, aber da hatten wir doch auch schon mal
einen bekannten, wie sagt man das, dass man nicht böse ist, Bienenprofessor, der, ja, der Grablichter reingestellt hat, um, ich weiß nicht mehr, um was es da ging, aber das war ja auch ein, mal ein Vorschlag. Ja. Ja gut, brennt halt dann, ne? Ja, genau. Im Zweifel ist dann weg. Auch keine Varroamilbe da. Ich meine, Nachteil auch in den Studien ist ja auch, dass der Dann-Kasten, das ist ein Nachteil von der Dann jetzt wieder, dass die Wirksamkeit am schlechtesten, ne? Weil der Raum ja viel größer ist. Also die Wirksamkeit am einzargigen Sander ist am höchsten, also kann man sich ja vorstellen. Ne? Und der einzigste Nachteil an der Dann. Da geht die Meinung los. Wir bleiben immer relativ unabhängig. Das sind für alle da. Ja gut, ihr macht ja auch mittlerweile viel mit Satan. Ne? Ist ja im Prinzip das kommt auch Gleiche. Ja. Genau. Ja. Relativ ähnlich, weil viel Zander im Umlauf ist. Ja. Und wer dann so ein bisschen ausprobieren möchte, da muss ich da nicht gleich neue Böden und Deckel und so weiter holen. Bienenflucht, Absperrgitter und so weiter, passt alles. Und dann kann man da mal mit so einer Zandkiste und Flachzargen oft auch das mal gut testen und viele steigen dann tatsächlich um. Wobei es meiste schon noch Zander ganz ist. Ja, aber so ist ja und normal. Dann, ne? Ja. Ich hätte wahrscheinlich auch Zander, wenn ich damals Zander gehabt hätte. Ne? Ja. Aber ich kam halt von Langstroh und da ist halt dann genau da das die gleiche dann, Geschichte. Genau. Ja. Und wenn du mal bist, bist halt mal. Ja. Zumindest mit vielen Bienenvölkern. Sehr schön. Da hat man das auch mal gesehen. Mhm. Also ich habe den in der Tat in echt einmal auf einer Folie gesehen, da war er, ja, da wurde er vorgestellt. Damals ging es auch noch darum, dass die Verdampfung nur mit diesem Gerät zugelassen werden soll. Aber das ist ja jetzt auch zum Glück an oder zum Glück oder zum Pech. Ich meine, das ist ja schon schön mit diesem Temperaturverlauf und ist ja schon ein schönes Gerät, aber ja, mein, muss jeder selber wissen. Ne? Klar. Und du träufelst wahrscheinlich weiterhin? Ich träufel erstmal weiter, ne, weil für mich sind halt die, wie sagt man, also die, schaut euch die Studien an, ne? Da geht es um 95%, es geht um 92%, 92,7%, es geht um Auswinderungsstärke von 7800 zu, weiß ich nicht, 8600. Also es sind, und das ist ja alles nach der Liebefelder-Schätzmethode, ne? Verschiedene Leute vielleicht involviert, also es sind für mich jetzt so nachhaltig nicht so Game Changer, sagt man. Es ist für mich jetzt nicht so, boah, krass, alles viel besser, sondern sie sind ja alle drei oder alle drei Varianten sind ja sehr ähnlich. Und dann spielt für mich auch die Arbeitszeit, ne? Wenn ich hier sehe, 20 Stück haben wir gesagt, eine Stunde oder sowas. Ne? Ja, so. Du kannst so pro Vorgang oder pro Voll kannst du so mit 5 Minuten rechnen, weil sich es auch wieder abkühlen sollte, bevor du zum nächsten Voll gehst. Gut, dann würdest du dir vielleicht 2 kaufen, aber sag mal, du bist auf jeden Fall Träufelbehandlung. 5 Sekunden pro Bienenvolk. Von mir aus 10. Ist ja egal, ne? Wusche auch hin und her. Ja, klar. Ist eine andere. Vielleicht später mal, wer weiß. Ja, was so der Vorteil ist, hier wird es halt gleichmäßig verteilt im Volk. Ja. Und wenn du es träufelst, dann erwischen manche Bienen, kriegen dann halt mehr, aber andere nicht so viel. Und ja. Das sagt man immer, ist immer der Nachteil einer Träufelbehandlung. Ja. Die Biene, wo früher hast du immer gesagt, oder wo Meisterschule, oder ich weiß es nicht, hast du immer gesagt, die Biene, wo direkt getroffen wird, ist praktisch, geht hinüber. Ja. Ne? Das ist, gut, hier hast du noch ein bisschen so dieses Thema vielleicht, weiß ich aber nicht, bin ich nicht drin, dieses, durch das, dass es dann überall ist, ich lang die Rähmchen an, habe ich es ja auch wieder mehr, ne? Aber kann ich dir nicht, weiß ich nicht, ob das eine Relevanz hat. Aber wer hat bestimmt irgendjemand untersucht und war bestimmt auch in der Zulassung irgendein Thema, scheint alles gut zu sein. Ja, also es gibt da natürlich auch zu allem wieder ein Argument. Die sagen so gerade nach der Winterbehandlung, wenn du dann wieder guckst, ein paar Wochen später, dann ist alles eigentlich weg. Ja. Aber und dann tue ich einmal Rhabarber anfassen, dann hast du auch so viel Oxalsäure wahrscheinlich drin. Gut, sehr schön. Genau, aber vielen wie gesagt, Dank. Das sind gerade die zwei Geräte da. Ja. Und jetzt gerade zur Marktstadt gibt es halt bis Ende des Jahres die Aktionen, dass die deutlich im Preis vergünstigt sind. Mhm. Ja. Ja, gut. Markteinführung. Monopolstellung, ne? Ja, Monopol ist dann, jetzt gibt ja auch noch die anderen Geräte.
Stimmt, die Geräte die man, gibt's ja. Genau, aber da gibt es ja nichts Vergleichbares, oder? Es gibt ja dann eher diese Batterieklemmen-Sache da ja, in tausend verschiedenen also Ausführungen. Hier gibt es zig unterschiedliche. Wir haben auch noch ein paar andere da, ja, die aber im Endeffekt alle ähnlich aufbauen. Ja. Aber das so Akku-Ding ist das Einzigste. Oder? Nee, es gibt auch noch, glaube ich, zwei andere sogar auf dem Markt. Die sind aber preislich sind sie ähnlich. Ja. Haben alle so ihre kleinen Vor- und Nachteile. Ja. Bei dem der Vorteil ist halt, wie gesagt, dass es im Endeffekt von der Firma die Garantie, oder was heißt die Garantie, aber die haben es halt darauf getestet, dass es funktioniert. Und wie gesagt, halt von Anwenderschutz, dass du halt wirklich Abstand halten kannst und von weitem siehst, kann ich jetzt wieder hin oder nicht. Ich glaube, das war auch der Ursprung. Ne? Also ich weiß halt, die Mellifera-Studie 2001 oder 2000, weil ich muss... da gab es, das hat zumindest schon Varox geheißen. Ne? Mhm. Also wahrscheinlich wird es ja dann auch, oder könnte ja da der Vorgänger gewesen sein. Naja, so ist es. Genau, wird man sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Würde ich halt so eine Deutschland-Edition zur Einführung machen, weißt? Schwarz-Rot-Gold. Kann man ja mal mit dem. kann jeder selber lackieren. Genau. Gut, sehr schön. Da haben wir ja jetzt hier viel gesehen. Ja. Und dann... fahre ich jetzt zum Mittagessen wieder meinen Berg rauf. Okay, schön, dass du da warst. Mhm. Ja, ich bin ja öfters hier, aber noch nie mit Kamera, gell? Ja, stimmt, ja. Du warst ja nicht weit auf jeden Fall. Ja, ist ja praktisch hier um die Ecke. Sehr schön, gut. Also dann. Schön. Ja. Euch auch, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao. Interessant war es, oder? Also für mich schon. Für mich war das jetzt mal eine ganz neue Erfahrung, da auch mal mit der Kamera vorbei zu laufen, weil, ja, wie gesagt, sind 4, 5, 6 Kilometer von mir, ist jetzt wirklich nicht weit und da bin ich ja schon öfters, wenn ich Kleinigkeiten brauche, oder auch einfach mal so zum Schätzen. Und ich denke, für euch hat es auch einen Mehrwert, wenn wir uns mal praktisch so von einem Fachmann für Imkertechnik ein bisschen das ein oder andere erklären lassen. Ich bin eigentlich jetzt so ganz zufrieden, ne, was wir alles erfahren haben. Wünsche euch alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns bald wieder. Also, macht's gut.